Alles Gute, meine Piraten. Willkommen im Piratenland. Ahoi. Ahoi, Ich wollte Braun. gerade jemanden von euch Baron. beleidigen. Was wolltest du sagen? Wollte die fette Dame beleidigen. Nein, 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 Er nein. wollte sagen, Ahoi, du Hurensohn, oder irgendwie sowas. Ja, was will der? Willkommen in meinem Laden. Oh, will ich Tränke? Warte mal. Du hast noch Hast du einen Autotrank. hast du Ja, du überhaupt hast noch nicht so genug viel Geld. Geld? Ja, Ich wollte ich gerade würde sagen. ich würd ein Wo ist bisschen mein Geld Geld? ansparen für deine. Hey, die hat Ja, sich das die siehst oben in der Ecke du. angezeigt. Ja, du musst raus aus dem Menü da. Ja, du hast Ah. 55 Kristalle. Rubine, wenn ich bitten darf. Ich würde die ein bisschen sparen, weil wenn du Rubine. runterscrollst, du hast auch. Rubine. Du kannst auch die Geschwindigkeit und die Stärke von deinen Haarschlägen in dem Laden upgraden. Ich Würde ich ja verstehe. dafür benutzen. Nee, So. das ist ja Gengo. Einen Moment. Chanté, ich dachte, du wärst ein- und weggesperrt. Das klang so enttäuscht. Ich bin auf dem Weg in die Palastbibliothek, um etwas zum Lesen zu besorgen. Du weißt schon, zum Zeitvertreib kann ich es mir ne kann ich mir deinen Bibliothekausweis leihen? Du und dein Buch, das muss ich sehen. Alter. Hey, Wir cool, man brauchten wusste wirklich einen sogar. Bibliotheksausweis. Ich wollte Dani gerade loben, warst du mit Absicht drin? Aber bitte ruinier mein. Aber Nee. bitte ruinier mir diesen Ausweis nicht wie den davor, sonst muss ich kotzen. Ich knabbere, wenn ich nervös bin. Ekelhaft. Ich wusste das nicht mehr. Wofür hat man denn Fingernägel? Der lässt sich nicht gehen. Zeig mir mal dein Bibliotheksausweis. Menschenskind, man sagt ja, im TV sieht man 5 Kilo schwerer aus. Aber in deinem Fall siehst du blond und einfach mal komplett anders aus. Unglaublich. Folge diesem Pfad, um zum Sequinland-Palast und zur Bibliothek zu gelangen. Viel Glück. Oh, warte, eins noch. Du hast noch nicht dein Spiel gespeichert, seit du hier bist. Das Der ist. Speicherraum ist direkt hinter dir. Nutze ihn, bevor du die Stadt verlässt, okay? Dann geh nochmal zum Speicheroper. Dann tue ich doch genau Zum das, was er Spopa. will. Du bist vorbeigelaufen am Speicheroper. Oh, Jo, da das ist ein stimmt, das ist im Symbol. Kopf. Ja, da vorne ist die Schmiede. Da kannst du, wenn du 4 Tintenfische hast, kommt die Lady und macht daraus ein Herz. Ah, so war das ja. Ich weiß noch, Ist wie Zelda. als ich den zweiten Run von dem Spiel gemacht habe, da habe ich den Text von diesem Typen immer übersprungen und habe mir gedacht, hä, warum lässt du mich hier nicht vorbei? Das nervt mich. Einfach drüber springen. Alter, wir sind in den Kürbisfeldern. Das Kürbisfelder sind cool. ganze Spiel erinnert mich auch ein bisschen mehr an Zelda 2 als jetzt. Keine Ahnung, ich habe immer angenommen, das wäre so Metroidvania-mäßig. Oh, glaub mir, Wow. die Zelda-Parallelen, die wirst du später noch viel, viel mehr sehen. Es ist ein bisschen, es ist ein guter Mix halt aus vielen guten Spielen. Es ist ein bisschen Zelda, ein bisschen Mario, ein bisschen Metroid ist auch mit drin. Mag, Ja, also ist nicht gut. es ist Also ich nicht gut. weiß, als ich das Spiel damals zum ersten Mal gespielt habe, da habe ich es Leuten immer als 2D-Zelda mit ein bisschen Jump'n'Run-Aspekten beschrieben. Ich hab's in meiner Review, weil ich werde die Spiele alle reviewen, falls ihr es nicht mitbekommen Ja, habt. ich werde sie alle reviewen, Oh, wenn du mich deswegen will er, dass aufhalten. ich das Let's Player damit. Damit er Footage hat. Nee, ich werde das Damit er dieses einen Jahr. Fuß hat. Ey, ich liebe Shantae and the Pirate's Curse. Ich werde das dieses Jahr auch nochmal durchspielen, wenn ich zu Das einem wäre auf jeden Fall Review eins meiner mache. Lieblings-Wii U-Spiele. Ich meine, ich hatte Spaß, als ich das gespielt hatte. Es brauchte nur eine Weile, damit die Gamer-Gemeinschaft es kennt, weil du willst auch nicht der Typ sein, der sagt, hey, hier, das Spiel mit dem großbusigen Genie, das solltest du mal spielen. Also, ich glaube, damit würdest du einen Haufen damit. Leute ansprechen. Ich Ja, glaube, willst das auch ist der nicht Grund, probieren, der Typ sein. warum das überhaupt so viele darauf aufmerksam Ja, da habe ich auch heute drüber nachgedacht. Das ist so ein bisschen, das ist Clickbait, aber es ist guter Clickbait, weil das, was du dann dadurch bekommst, ist ja ein gutes Spiel. Sehr kannst du Ja. dieser, keine Ahnung. Anti-Puzzle-Games oder so, die alle ziemlich kacke sind, habe ich gehört, nicht Gengo? Man muss sagen, es gibt auf jeden Fall ein paar weirde Designs, was schon Term geht in den Bereich Gegner. Also, ja. Ah ja, die großbusigen Schlangenladies. Kannst du nicht auf die Ja. Plattform da oben springen und von da aus darüber? Ich glaube, ich brauche diesen Nee. Gleiter, oder? Diesen Ja. Hut irgendwie. Da bin ich mir auch ziemlich. Oder? Nee, nee. Das wird nix. Na, okay. Ah, sehr knapp, aber sehr knapp. Vielleicht kann man irgendwelche krassen Skips machen und dann Irgendwelche krassen drauflanden. Speedrun-Tricks, von denen ich gehört habe. Ich finde das ja aber sehr schön. Ich finde diesen PNG-Style irgendwie ganz charmant, der ja in den Gesprächen immer aufploppt. Ja. Jo. Das erinnert mich an. Ich meine, das ist auch dasselbe Entwicklerstudio, an das eine Remake, Advance Wars.
Also in ein paar Charakteren sah es genauso aus. Mich hat es an die alten Ace Attorney-Spiele erinnert, da waren es ja auch irgendwie nur. Oder waren es Sprites, glaube ich. Ich glaube, in den Remakes von den ersten vier Teilen sind es dann jetzt gezeichnete Bilder. Die Spinne war zu gefährlich für Daniel. Nee, ich dachte, da geht's noch weiter irgendwie, aber. Nee. So. Müssen ja das ruhig angehen lassen. Ich find's nett, dass es so. Dieses Waldgebiet oder auch vorhin dieses Kürbisfeld, das sind Gebiete, die kommen in jedem Shantae-Spiel vor. Also ist die Umgebung von der Stadt irgendwie gleich bleibt, dass sie da so ein bisschen konsistent sind. Das ist cool. Die kennen ihre Welt. Ja. Nee, in den. Ich bin hier. Ich hab gern gemacht den Lord. Ich bin hier, hey. Das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Ich bin die ganze Zeit hier. Wie Apollo Justice immer sagt, mir geht's gut. Nenn mir den Namen von den Gegnern da, Ragi, von den Kobolden. Griffeldiff. Griffeldiff, okay. Das sind die Griffeldiff. Das ist ein guter Name. Daneben sind die Zyklopspinnen. Da komme ich auch nicht ran. Gibt es ein was auch immer? Gibt es das? Nee. Das ist quasi so ein. Oh Gott, wie spricht man ja? das aus? Ich weiß es auch nicht. Bestiarium. Ja, irgendwie so. Ein Bestiarium ist im keine Ahnung, echten Leben würde man wahrscheinlich sagen, einfach nur quasi ein Grimoire, in dem allerlei Monster halt drin sind, halt alle Gegner. Ich find's gut, dass du ein Fremdwort mit dem anderen erklärst. Ich weiß, was ein Grimoire ist, aber nur weil ich diesen dummen Anime gesehen hab. Bolo, was machst du hier? Halt ein altes Buch. Jeder in Scuttletown denkt, dass ich ein Veganer bin. Daher nehme ich den Gelegenheitsjob im Palast an. Stand gerade wirklich Veganer? Ich habe gerade nicht. Nee, Versager. Zäune streichen, Schlösser einbauen und so weiter. Ihr werdet wieder politisch. Und jetzt bist du Babysitter. Oh, die untoten Kinder, nö, die sind nur hier, um am Fett zu kauen. An meinem. Ich kann nicht flüchten. Hast du ein paar Fleischlutscher? Oh, die erinnere ich mich. An die Fleischlutsche. Ja. Dann kann. Du kannst die im Abwasserkanal unter dem Palast finden. Das weiß ich aus Gründen. Okay, cool. Geh mal in den Abwasserkanal. Wir brauchen ein Kanallevel. Ey, das. Der erinnert mich auch an Gengo. Hi. Okay. Oh, das ist ein Zybiton. Ja, der Zylinder. Okay. Das ist Zybiton. Okay. Was ist los, mein Herr? Oh, beachte mich nicht. Ich bin bloß verwirrt, weil mir etwas sehr Wichtiges in den Abfluss gefallen ist. Weißt du, ich verkaufe Reisebroschüren. Das ist aber ein sehr interessanter Beruf. Sie müssen viele aufregende Dinge auf ihren Reisen gesehen haben, stimmt's? Reisen? Ich habe mein ganzes Leben lang hier vor dem Palast gelebt. Aber ich dachte, sie sagten... Die Arroganz deiner Generation macht mich krank. Ich bin kein reisender Broschürenverkäufer. Nein, ich verkaufe Reisebroschüren. Und ich habe meine allerletzte Reisebroschüre in diesen Abfluss fallen lassen. Ekelhaft. Das ist perfekt. ich glaube, das kannst war ein bisschen weiter dahin. Kannst du einfach durch den Boden fallen lassen? Nee, stimmt, warte mal. Nee, ich glaube, das war schon hinten. Ja, Nee, ich glaube, das war wirklich da hinten. Musst du erst in den Palast rein, oder? Das will ich mal probieren. Nein, das ist einfach hinten. Ja, die haben ein neues Schloss, okay. Sie sind eingesperrt, weil Bodo das Schloss repariert hat. Oh, das ist doch der meiner, Boss, oder? Meiner. Ich finde den cool. Lärm und Getöse. Squid Baron, wir haben uns lange nicht gesehen, was ist los? Ach, du weißt, Post-Boss-Syndrom. Jetzt, wo du auf einem neuen Abenteuer bist, merke ich, dass ich dazu bestimmt bin, so eine Art unwichtiger Zwischenboss zu werden. Ich verstehe nicht ganz. Weißt du, ich war beim letzten Mal ein wichtiger Gegner, aber dieses Mal... Ich denke, wir müssen einfach noch einmal kämpfen, um die Sache abzurunden. Die Sache? Das verstehst du nicht. Ich muss hier weg. Irgendwohin, wo es warm ist. Es ist wohl Zeit für einen Urlaub, Squid Baron. Einmal die Perspektive zu wechseln, könnte dir gut tun. Damit hast du vielleicht recht. Ich hatte bisher eine relativ flache Sicht auf die Welt. Immer nur dieselben vier Wände, verstehst du? Monotone
monotone Hochspannungsmusik. Ich könnte einen Szenenwechsel vertragen. Monotone Hochspannungsmusik. So ist es richtig. Wenn dir ein guter Urlaubsort einfällt, sag mir Bescheid. Kaster Brauxel. In der Zwischenzeit, ich gehe in eine Ecke und heule. Ich kann mit diesem, fühle mich diesem Charakter verbunden. Kerl. Hey! Ja, jetzt pass auf, Mann. Die Musik in der Kanalisation, die ist doch super. Warte. Ich lieb die. Ja, doch. Lass dich auf dich wirken. Ja, da kann ich ja, während Daniel rumläuft. Stand der Allgemeinbanger-Musik. Oh, das sind die Zyklopenschlangen. Erinnert mich ein bisschen an Paper Mario irgendwie auch. Ein Stück weit. An Super Paper Mario, um genau zu sagen. Ja, Flipstadt. Ja. Oder Flopstadt. Alter, ein Fleischlutscher. Das ist schon mal Nummer 1. Hier bin ich gelegentlich runtergegangen, wenn ich Heilung brauchte. Ach, Fleischlutscher sind auch Heilung, ne? Ja, aber die sind für die Kinder, aber die darfst du nicht essen. No. Und die heilen auch recht wenig, glaube ich. Ja, sind nicht so effektiv. Ey, der dachte ja kurz, er kann mit den Haaren, mit seinen Haaren mit nicht Haaren. Mit seinem Haaren nicht Stein zerhauen. Nee, der Haaren kommt ja später, Gang, oder ist es zu früh? Stimmt. Ich mag den Squid Baron. Ich glaube tatsächlich, Fun Fact, können wir uns das später mal angucken, aber in dieser Kanalisation müsste es irgendwo einen geheimen Pfad geben, wo man ja basically die 50 Räume wie ein Wind Waker machen kann, wo man gegen Monsterhorden-Wellen kämpfen muss. Ja. Ach, das gibt's hier, das wusste ich gar nicht. Ich hab's. Ja. Im zweiten Teil gibt's so einen Dungeon, der ist einfach nur, du kämpfst in kurzer Zeit gegen möglichst viele Gegner. Je nachdem, wie schnell du bist, bekommst du halt mehr. Ist ja auch so. Ja, ich hab jetzt. Eventum. Ich müsste jetzt 4, nee, ich hab nur 3, okay. Kannst du die Bento-Box sonst zum Heilen benutzen? Nee, ich meine, wenn du stirbst, hast du dein Auto. Ich wollte wissen, wie viele Herzen ich hatte. Also, ne, Herzteile. Da oben in der Ecke. Also, du hast die 2. Ich hab nur 3. Damit ich würde nämlich ganz gerne ein neues Herz haben. ganz gerne! Was ist da auf der linken Seite? Und dann noch von Chanté? Ich weiß. Alter, ein Herz von Chanté. Ein Herz von Chanté. Oh. Mein Valentin. Ich habe nicht gegoogelt, wie alt sie ist. Ich weiß, es ist gut, dass du das zur Sprache bringst. Nee, hier brauchst du ein anderes Item. Okay. 22. Ich hab's gerade nachgegoogelt. Ah, es ist legal. Ja, alles gut, Daniel. Daniel steht auf ältere. Ich glaub dir das gar nicht. Doch. Er will mich nur in eine schwierige Lage bringen. Chanté, Vicky. Fandom. Age unknown, aber in Klammern steht ja adult auf der Chanté-Wiki. Okay, das. Aber keine Ahnung, wo die diese Information her haben wollen. Ich meine, wenn man dein Alter nicht weiß, kann man dann wirklich sagen, dass ein Charakter wirklich erwachsen ist? Ah, okay. Ja, ich bin dran. Super, ja, die sollten funktionieren. Ganz nebenbei, wenn du zum Palast zurückkehrst, dann. Kannst du den Schlüssel für das königliche Tor für mich zurückgeben? Ich weiß nicht, warum ich den habe, aber nimm mal. Den muss irgendjemand verloren haben. Irgend so ein Idiot. Irgend so ein Veganer. Keine Ahnung. Widerlich, er ist voller Bissspuren. Ja, ich habe ihn vor einer Stunde in meinem Mund gefunden. Da, nimm. das Speichel drauf. Ich lieb Sachen in meinem Mund zu finden. Das ist es. Ich glaube, es gibt keinen schrecklicheren Ort, wo du was finden kannst. Ich glaube, es gäbe schon schrecklichere Orte. Ich glaube, ich habe ich aufgehört zu spielen. Also jetzt ist jetzt blind. Alter. Könntest du mir bitte durchreichen? Du gibst Torschlüssel. So wie in Toilettenpapier. Ah, welche Freude. Jetzt kann ich hier aufschließen. Hier aufmachen. Muss aufpassen, manchmal kommt so eine Hand aus der Toilette. Und? Na also. Der Sequin Land Palast ist wieder für einen Besucher geöffnet. Nur für einen einzigen. Es kommt nur einer pro Tag rein. Du hattest Glück, dass du der Erste in der Schlange bist. Jetzt tauschen die Schlösser aus. Das war der Typ, ne? Daniel, lass mich den machen, pass auf. Willkommen im Sequin Land Palast. Bibububib. Ganz schön akkurat, oder? Weißt du was, ab jetzt darfst du die sprechen. Okay, perfekt. Ich hab gehört, dass die Sultana verreist ist. Ich mache mir immer Sorgen, wenn sie so weit weg ist. Ach, Sultana ist die weibliche Form von Sultan. Ich kann in diesem Ding nicht atmen. Lol. Man hat sogar deren Schritte. Ich dachte, Sultana wäre die Mehrzahl von Sultan. Was ist das für ein Geruch?
das ist nicht meine Rüstung. Chantay hat ihn angefurzt. Oh nein. In der Rüstung erstickst du ja einfach. Die königliche Bibliothek, durch diese Tür und durch die Halle. Hast du denn auch einen Bibliotheksausweis? Ich kann jetzt in die Bibliothek und endlich lesen. Ein Buch lesen. Ein Buch lesen. Königliche Bibliothek. Oh, das ist Sigit. Sehr Mario, oder? Wen denn da haben? Ein Besucher. Lass mich dich betrachten. Oho, dieser Bibliotheksausweis kann meine alten Augen nicht betrügen. Du bist früher oft hergekommen. Die Tochter des Schatzjägers, richtig? Ja, also er ist mein Onkel. Und was ist das? Eine gerichtliche Vorladung? Warum hast du die gezeigt? Du gibst Vorladung. Hier steht das. Ha. Schere? Laubsäge? Ziegenmaul? Interessant. Was? Die wollen dieses lange, schöne Haar abschneiden? Er kann, weil er keine Haare hat, kann er so gut relaten. Das ist nicht okay. Ich könnte ja einfach... Vielleicht hat er ein Haar unter der Mütze. Diese Papiere verlegen, bis die Sultana zurückkehrt. Ich würde die jetzt gerne zuzwinkern, aber da funktionieren meine Augenlider nicht mehr. Ich habe sie abgerissen. Bitte, nimm dir, wofür du hier bist. Vielen lieben Dank. Ich möchte sagen, seine PNG sieht gar nicht so aus, wie er da aussieht. In dem Pixel-Sprite sieht er so viel ekelhafter aus. Alter, wir haben eine Karte bekommen. Der verbotenen Inseln, dann Zeit fürs Backtracken. Dann gehen wir zum riskanten Schuhmädchen. Zum Risky Boots. Ich bin froh, dass ihr es doch noch gemerkt habt. Ja. Wie lustig ich bin. Daniel, dein Genie ist mir nicht entgangen. Ja. Oh, du kannst ihn können wir noch Karte nicht helfen. Mir kann niemand helfen. Ich bin wirklich dran. Ich wurde in dieses Spiel eingescannt und bin jetzt hier gefangen. Hilfe. Na toll. Ich erkläre euch, wie das technisch möglich war. Das wäre so gut. Egal. Abonnier Tibiton auf YouTube. Yeah, abonniert Tibiton. Guter Mann. Guter Mann. Guter Mann macht gute Videos. Aber nicht so spring gut ich, wie ich. Er hat doch Hörner, da darfst du nicht drauf springen. Ja. Ja. Hast du noch nie Paper Mario gespielt? Muss den Hammer benutzen. Aber ich meine, Chantay bekommt noch ein paar Waffen. Ich meine, ich hatte eigentlich schon längst ein Herz zu dem Zeitpunkt, da irre ich mich. Ich will noch zum Opa. Willst du vielleicht speichern? Ja, ja, das habe ich doch gesagt. Ist das Synonym für Speichern? Zu dem Zeitpunkt kannst du keins haben, weil du musst ja wieder in die Stadt zurück, um das da zu machen. Ja, deswegen ist eigentlich... Ich glaube, du kriegst auch kein. Es gibt ja auch gerade kein Herz da, dass du noch drankommst. Doch, ich glaube, in der Schmiede selbst ist noch einer. Das meinst du vielleicht. Da vielleicht, ja, das kann sein. Stimmt, wir haben in die Schmiede noch gar nicht reingeguckt. Ja. Ich find diese vogelscheuchen Gegner so interessant. Ja, die sehen cool aus. Ja, ich mag alle Designs hier bis jetzt. Mhm. Ein cooles Spiel. Man nennt sie auch die Vogelscheuche. Du hast einen Pikeball bekommen. Oh, die sind mir im ersten Teil sind die mir so auf die Nerven gegangen, weil die springen da einfach aus dem Hintergrund dann immer rein und dann sind irgendwie 4 Stück um dich rum oder so. 2,5D? Also, Chantay war ein sehr beeindruckendes Spiel. Das kam ja auch, ich glaube, das kam auf dem Game Boy Color irgendwie raus, als der Advance schon seit einem halben Jahr draußen war. Also sehr spät in der Entwicklung. Ja, ich habe das mal gesehen, ich fand das richtig beeindruckend. Oh, Monstermilch! Wirklich, wofür ist das? Die ist grün. Kannst du trinken. Dann werden, ist wie Buttermilch, dann Kalzium, deine Knochen werden hart. Junge, das ist genau das Richtige. Ja, da ist die Schmiede, unter dir. Ja. Ach, unter mir. Unter dir. Ich weiß nicht, was in dem Raum drin ist. Da kannst du dich heilen, das ist das Bad. Das solltest du vielleicht auch machen. Ja, hier war es. Da ist ein genau Herz. Das. Ich kenn mich doch aus. Perfekt. Er kennt doch seine Schmieden. Das sind die Babys vom Squid Baron übrigens. Ja, das ist, wollte gerade sagen, die sehen genau das ist cool. Aus. Schmelze sie ein! Warum gibt's von der keine PNG? Weil sie nur in Unterhose dasteht? Das geht dann doch zu weit. Nein. Ich mein Hammer! Boah, das ist eine gute Animation. Ja. 3 Herzen. Wie? Ich hoffe, irgendwann kommt der. Ich hoffe, wir haben irgendwann einen Dialog mit dem Squid Baron, wo er dann so ist. Oh, ich habe meine Kinder ja schon länger nicht mehr gesehen. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Meine Kinder sind nett. Und was hat so lange gedauert?
Ich habe dies in der Bibliothek gefunden, eine Karte der verbotenen Insel, genau wie du gesagt hast. Die gehört jetzt dir. Du bist ein Taugenichts, du taugst nichts, das ist meins. Verschwinde. Also, wirst du mir helfen? Nur, wenn du zustimmst, genau das zu tun, was ich sage. Wenn ich es sage. Ich habe meinen Hut verloren. Warum ich es sage? Der Pirate Master ist mein Gegner, nicht deiner. Und wenn es vorbei ist, gehen wir wieder getrennte Wege. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber wir haben einen Deal. Lass uns diesen Typen zusammen besiegen und Sequinland retten. Warte kurz. Wie kann ich mir sicher sein, dass du dich plötzlich abhaust? Würde ich dich belügen? Das ist die gute Reaktion. Begrüße den dampfgetriebenen Ozean Tinkertap Mark 2. Mark 2, was ist mit dem ersten passiert? Du bist ihm passiert. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Oh. Genau das würde ich zu Daniel sagen. Ba. Oh, Spukinsel. Nein, die Spuckinsel. Die ist voll mit Spucke. Ja, tatsächlich. Ja, das ist Werden wir noch sehen. Das ist sie, die Spuckinsel. Nicht Spuk. Wenn wir keine andere Karte finden, ist dies das Ende unseres Abenteuers. Zum Glück, ich kann dich nicht leiden. Ich bin für alles bereit. Wo hast du diese Klamotten her? Unter Bord? Da gibt es alle möglichen Sachen zum Anziehen. Die meisten Stücke waren mir allerdings etwas zu weit. Bleib von meinen persönlichen Sachen weg. Donnerwetter, ich war noch nie so weit vom Festland entfernt. Es ist schön hier. Lass dich nicht täuschen. Der Pirate Master bezieht seine Macht von diesem Ort. Auf dieser Insel ist eine Stätte des Bösen versteckt. Das Böse! Du wirst sie finden. Ich bleib hier. Was ist mit dir? Kommst du nicht mit? Ich hab doch gesagt, dass ich hier bleib. Aber wenn wir zusammenarbeiten... Ich sag nein, ich bleib hier, ich hab meine Gründe. Geh. Oh, ich verstehe. Du hast Angst. Wie kannst du es wagen? Ich werde dich ausnehmen wie eine Makrele. Das ist ein Fisch. Oh Mann, du musst doch lernen, mit Humor umzugehen, Raki. Zieh dieses alberne Kostüm aus. Ich beide meine Klamotten da. Verdammt, ich hab mich selbst gedisst. Ach, du verstehst wirklich keinen Spaß. Sie hat aber die Weste behalten, oder? Raki-Ding. Was hat sie, was? Hat sie die ganze Zeit. Ah, okay. Ja. Ich glaube aber, wenn man den Piratenhut, also das sind die Krang. Wenn man den Piratenhut später benutzt und rumfliegt, dann hat sie tatsächlich das Outfit wieder da an. Fliegt Kotze. Ja, ich hatte ein bisschen Angst. Es ist wie wenn du neben dem einen Kind im Bus sitzt, das irgendwie sich so komisch den Bauch hält und dann kotzt es plötzlich das alles voll. Das eine Kind sieht genauso aus. Ja, hat auch. Genauso missgebildet. Das ist ein Zyklopenfrosch, müsst ihr wissen. Ah, das sind Zyklopenkneifer. Ja, mich an Metroid-Gegner. Die sind unbesiegbar. Die man einfrieren muss. Ja, Kotze geflogen. Ich habe Angst, dass ich nicht da ganz rüberkomme. Du meinst die an der Decke hängen? Nein! ich meine, Kotze die kommen aus der Lava vor und die muss man dann einfrieren. Das gibt auch... Ja. So, ich dachte, du meinst jetzt diese grünen Teile, die an der Decke hängen und auf dich zugeflogen kommen. Oh, ja, der Track stimmt, ist die gibt's auch. Oh, Chantel hat so gute Musik. Ja. Spuckinsel. Oh, shit. Ist übrigens das erste Schwierige. Um nochmal dieses Bündnis zwischen Chantel und Risky anzusprechen. Es ist ja für uns alle das erste Chantel-Spiel hier. Ja, sicher. Ich meine jetzt im Sinne von, das ist das erste Spiel, das wir alle gespielt haben von Chantel. Ich meine, ich spiele es gerade blind, also... Ja, ja, aber damit ist es ja auch das erste Chantel-Spiel, das du gespielt hast. Daniel! Stimmt. Ich habe aber noch... was? Du besitzt Half-Genie Hero oder hast du es auch gespielt? Ich besitze es nur. Ich habe mir als... ich dachte mir mal, ich mache einen Chantel-Marathon, habe ich nicht gemacht. Aber ich will's. Ich mache einen Chantel-Marathon. Wir können auch Half-Genie Hero irgendwann spielen, wenn... Oder wir können guten auch wenn's Teil spielen. Auch, ja, aber ich meine, komm schon, so vollständig. Können wir vielleicht trotzdem. Wir können mal schauen. Vielleicht bringen wir ihn noch. Wir warten es mal ab, Daniel. Mal gucken, wie gut du dich hier anstellst. Ist ja nicht Daniel nicht spielen, so kann ja auch jemand anderes. Spoiler? Spielen. Bisher echt nicht gut. Das ist doch ein Autotrank. Warte doch erstmal, bis der. Achso, ja, aber der hat sich bis jetzt nicht bewährt, oder? Ja, das ist ein Autotrank. Das ist wie eine Fee.
Er setzt dich ein, wenn du stirbst. Oh, und bisher bist du noch nicht gestorben in dem Spiel, erstaunlicherweise. Ey, ich bin runtergefallen. Du bist nicht im Tutorial gestorben. Ja, was ich sagen wollte. Die Spuckinsel ist sehr viel schwieriger als das Tutorial. Da ist ein bisschen Anstieg. Da sind sehr viele Gegner. Ich wollte über dieses Bündnis reden, weil, ich weiß nicht, wie es für dich war, Gang, aber für die Leute, die Shantae schon in den ersten zwei Spielen verfolgt haben, war es ein großes Ding, dass sie und Risky Boots zusammenarbeiten, aber wenn du mit Teil 3 anfängst, denkst du dir halt, ja, okay, das ist ja schön. Easy. Ja, aber es ist nicht so impactvoll, oder? Du denkst dich, oh mein Gott, die beiden arbeiten zusammen, wie ist das überhaupt möglich? Du hast halt diese ganze Feindschaftsgeschichte nicht dahinter, also nur so ein bisschen angedeutet. Das natürlich, aber ich finde, die etablieren trotzdem schon gut genug, dass sie Feinde sind, auch wenn man das zum ersten Mal spielt. Ja. Also, ich war ja davor einiges an Dialog. Übrigens bekommen hast, den Blasenschild, damit kann ich Projektile nicht mehr verletzen. Oh, okay. Ist das temporär oder ist das jetzt quasi? Ja, ist temporär. Alle Items sind temporär. Ich glaube, es hält ein bisschen an. Aber natürlich ist der Impact ja trotzdem größer, wenn du die beiden Teile davor gespielt hast. Vor allem den zweiten Teil, wo sie am Ende ihre Magie und so wegnimmt. Da müsstest du das Auge da oben anschießen. Dafür geht aber noch nicht. Ja, da musst du später. Es ist wie in Metroidvania. Es ist wie in Metroid. Oh Mann. Man muss zurückgehen. Noch ein Gengo. Schluchz. Vor vielen Jahren kam ich mit meiner geliebten Verlobten auf diese Insel. Unser einziger Wunsch war es, den heiligen Bund der Ehe zu schließen. Aber ein furchtbares Monster, ein Diener des Pirate Masters, fand uns. Ich bin übrigens der einzige Side-Character, der den kennt. Sein Blick verwandelte meine Geliebte in Stein. Oh, ich könnte niemals von ihrer Seite weichen. Hier, nimm diesen Ring, auf das ich meine Sorgen vergessen kann. Oh, du bist jetzt verlobt. Yes! Mann, der sieht ziemlich alt aus. Wisst ihr, was auch ziemlich alt aussieht? Dieser Part, wenn er schon draußen ist. Wow. Oh. Wow.